Herzlich willkommen bei Tabletop Warden. Wir haben einen Podcast zu den Änderungen von 1.5 aufgenommen. Der ist leider so lang geworden, dass wir den in mehrere Teile unterteilen müssen. Heute sprechen wir über die Änderungen am Regelbuch. Und in späteren Podcasts werden wir uns die einzelnen Fraktionen vornehmen, wo wir dann verschiedene Änderungen an den Attachments bzw. Einheiten besprechen werden. Dann euch viel Spaß jetzt. Herzlich willkommen bei Tabletop Warden. Ich bin Yannick und heute haben wir einen Gast bei uns im Podcast. Das ist der Jan Philipp. Hi zusammen. Und mit dabei ist der Ilja. Hi. Und wir drei reden heute über die 1.5 Regeländerung, über das Core-Regelheft und die Änderungen an den einzelnen Fraktionen, vor allem an den Einheitenkarten. Beziehungsweise in Attachment-Karten. Genau. Dann würden wir einfach jetzt mit dem Regelbuch anfangen. Und an dem Regelbuch gab es recht viele kleine Änderungen und zwei größeren Änderungen. Und wir würden jetzt einfach von vorne nach hinten mehr oder weniger durchgehen und die einzelnen Regeländerungen besprechen. Dann ganz am Anfang vom Regelheft gibt es eine kleine Änderung zu den Einheiten. Die betreffen die Solo-Einheiten, die jetzt einen Rang haben. Statt vorher hatten sie ja keinen Rang. Jetzt haben sie einen Rang, also gelten, dass sie einen Rang haben. Und dementsprechend haben sich ja ein, zwei kleine Interaktionen mit Taktikkarten verändert. Ja, vor allen Dingen, glaube ich, für Wölfe ist das ziemlich interessant geworden. Denn Wölfe können ja jetzt Berserker-Tactics und sowas spielen. Lash-Out fällt mir da auch nochmal gerade spontan ein. Temp von der Nachtwache von Alessandro. Genau. Wie heißt das, wo du Thundering und Wishes kriegst, wenn du noch einen Rang hast? Das ist auch möglich, ne? Northern Ferocity bei den Starks. Ja, genau. Wenn man nur noch einen Rang hat, kriegt man Wishes. Also so kleine Änderungen halt mit der Interaktion von den Karten. Halt. Ja, durchaus große Auswirkungen. Und der Vollständigkeit halber, sie haben jetzt einen Rang laut Regelbuch. Gibt ja auch in den Szenarienregeln, da haben wir ja letztes Mal gesprochen, auch immer noch die Contested Rules in den Szenarien, wo es die halt gibt, dass die dann als Rang behandelt werden, wie viele Leben sie noch haben. Genau. Ja. Na, das muss man halt aufpassen, dass es gleich geblieben ist, genau. Sonst noch was zu den Solo-Units, zu den Änderungen? Spontan fällt mir eigentlich nicht ein. Das sind wirklich nur eher so kleine Interaktionen, die sich dadurch ändern. Also im Speziellen wirklich die Wölfe, die profitieren davon mehr, also am meisten. Sonst sind das nur so Nischen-Ereignisse, die mal auftreten können. Aber die sind halt wirklich, wirklich minimal. Genau. Ja, mehr Interaktionen, wie ja schon eben angesprochen, die werden jetzt als richtige einer in den Anführungsstrichen behandelt. Und es wirkt so ein bisschen dem, was wir letztes Mal auch hatten, mit dem Wölfe sind jetzt nicht mehr spielbar, entgegen, dass die halt dann auch wieder auf jeden Fall mehr Interaktionen bieten und auch eine größere Rolle spielen können. Ja. Genau. Dann das nächste, auch mehr oder weniger eine kleine Änderung, die mal bei ausnutzen konnte, wenn man Range-Units dabei hatte. Das heißt, Fernkampfattacken können keinen Shift mehr machen, wenn sie am Ende von ihrem Shift kein Ziel mehr haben. Und noch eine kleine Änderung zu Fernkampfattacken, dass die Long-Range oder Short-Range, also die Reichweite, beziehungsweise Unlimited-Range, also unbegrenzte Reichweite bei dem Stormthrower, sind keine Fähigkeiten, auch wenn sie unter der Attacke stehen und können dementsprechend nicht gecancelt werden von Taktikkarten oder Ähnlichem. Genau. Ja, ja, prinzipiell für Fernkampfattacken, also diese Änderung mit dem Shift, die hatten wir jetzt gerade derzeit angesprochen, ne? Genau, ja. Dass man ja am Ende ja nochmal praktisch ein Target haben muss, das auch wirklich viable für diese Attacke dann ist, finde ich halt in dem Sinne. Das macht halt einfach thematisch Sinn, weil vorher konnte man einfach die Combat-Zone einnehmen und einfach dann irgendwie nochmal 2 Zoll shiften. War irgendwie ein netter Trick, aber wenn wir ganz ehrlich sind, so, es war halt irgendwie auch ein bisschen albern. Also ich glaube auch nicht, dass das von Anfang an so beabsichtigt worden war oder vielleicht schon, aber letztendlich hat man sich dann doch dafür entschieden gehabt, das irgendwie ein bisschen alles thematischer und sinnvoller zu halten von den Interaktionen mit den Einheiten her.
Und ich denke mal, das tut dem Spiel jetzt irgendwie nicht wirklich weh. Ich denke mal, Fernkampfeinheiten haben jetzt nicht großen Nachteil dadurch irgendwie erfahren. Nee, absolut gar nicht. Also, wie du ja schon gesagt hast, dieses, oh, ich nehme in der ersten Runde mal die Schwerter, weil ich habe eine Fernkampfeinheit, wenn ich gerade 2 Zoll laufe. Genau, ja. Juhu. Oh ja, toll, viel Spaß damit. Genau, nichtige stolze 2. Ja, genau. Ja, das ändert halt in der Regel nichts. Also, wenn es da mal tatsächlich wirklich mal dazu geführt hat, dass man irgendwo in Range ist, okay, aber in der Regel ist es halt Käse, weil das weiß ja dann auch jeder. Also, es ist halt so, ja. Ja. Was ich halt noch, eine bemerkenswerte Sache fand ich noch, da haben wir eben auch schon drüber geguckt, wenn man das sich genau durchliest, ist es tatsächlich auch so, dass wenn ich den Shift mache, dann auch tatsächlich schießen muss. Also ich kann nicht sagen, ich mache jetzt einen Shift, auch wenn ich ein Ziel habe, kann ich dann nicht mehr sagen, ich will jetzt aber nicht schießen, sondern du musst dann tatsächlich auch schießen. Wenn du gar nichts machen willst, also dann darfst du halt auch keinen Shift machen. Das ist schon, das ist auch noch so ganz, ist jetzt vielleicht Haarspalterei, aber das ist schon noch auch vielleicht mal wichtig. Ja. Eine Sache, die mir auch ganz schnell, also in den Kopf irgendwie dann so aufgeploppt ist, war natürlich Piper, der bei der Night's Watch mit den Crossbowmen, weil er ja noch mal 3 Zoll shiften darf, nachdem man einen Fernkampfangriff ausgeführt hat. Ich habe jetzt schon Diskussionen im Internet mitbekommen, dass Leute gesagt haben, ja, ist das jetzt im Grunde überhaupt machbar mit diesem 3 Zoll Shift nochmal nach der Attacke? Aber so wie ich das bisher verstanden habe, sind dieses Shiften, nachdem man geschossen hat, wohl, das bezieht sich nicht wirklich auf eine Fernkampfattacke. Das ist einfach nochmal zusätzlicher 3 Zoll, die man einfach frei nochmal bekommt. Im Grunde wie so ein Mini-Manöver, könnte man so in dem Sinne sehen. Genau, das ist ja auch nicht beim Shift, das ist ja auch bei dieser Nimble-Fähigkeit exklusiv Nimble, dabei. Genau, das kann ja, glaube ich, nur noch, wie heißt die rote Haare bei Freeport? Ygritte, genau, die kann das ja auch. Richtig. Und das sind, glaube ich, die einzigen, die bisher die Fähigkeiten haben. Aktuell die einzigen, ja. Genau, ja. Das wird sich doch, glaube ich, mit den Targaryens ändern. Ich glaube, die Outrider waren das, die hatten ja auch nochmal genau. Drauf, ja. Ja. Was man aber auch da noch nehmen muss, diesen Shift. Der Shift ist ja die Art, wie man sich bewegt. Und dieser Shift ist ja nicht prinzipiell gekoppelt an die Range Attack. Die Fernkampfattacke sagt ja nur, dass du diesen Shift machen darfst, bevor du schießt. Aber ja. Der Shift an sich ist ja eine Bewegung, die in erster Linie mal gar nichts mit deiner Fernkampfattacke zu tun hat, sondern deine Fernkampfattacke generiert nur diesen Shift halt vorne dran. Mhm. Deswegen funktioniert das mit dem Nimble halt danach auch noch, weil der Shift sozusagen nur die Art der Bewegung festlegt. Genau, ich hatte schon so ein bisschen, ich hatte halt schon nur so ein bisschen Gefühl, dass wirklich genau wegen dieser Nimble-Fähigkeit da ein bisschen Verwirrung reinkommt, aber ich denke mal im Endeffekt ist das doch einfach auch so vom logischen Denken her, macht das halt schon einfach Sinn, dass man auch nachdem man geschossen hat, einfach nochmal 3 shiften darf, ohne dabei noch das Ziel praktisch als Viable Target zu haben. Genau, das hat Michael auch, glaube ich, genauso fast wortwörtlich auch gesagt. Von daher, ich hatte bisher Gott sei Dank diese Diskussion nicht, aber um das halt wirklich nochmal klarzustellen, finde ich das auch ganz gut. Ja. Und ich denke, das ist ja bei uns gerade auch deutlich geworden, worum es geht. Richtig. Ja. Genau. Jetzt würde ich einfach weitergehen zu der nächsten Änderung. Das ist eine von den beiden größeren Änderungen, die jetzt mit 1.5 kommen. Das sind die Änderungen zum Charge. Ich würde einfach mal als erfahrenerer Spieler dich bitten, Jan-Philipp, dir uns einfach mal vorzustellen. Ja, sehr gerne, sagt der das letzte Turnier gewonnen hat. das weiß niemand. Ja, genug, glaube ich. Also, grundlegend ist das Wesentliche, dass man, um einen gültigen Charge machen zu können, prüfen muss, ob wenigstens 50% der verteidigenden Einheit an der Seite, die man anchargt, frei sind. Das ist die erste große Änderung, das hatten wir vorher nicht so. Mhm. Weil vorher war das ja so, ich konnte die in 2 mm Ecke chargen und dann wurde halt im Zweifel der Defender halt nochmal gemoved. Ja. Jetzt ist klar geregelt, der Defender wird sich niemals mehr bewegen, wenn er angecharged wird, der bleibt felsenfest. Grundlegend, wie gesagt, muss halt vorher geprüft werden, ob Minimum 50% frei sind. Mhm. Also die Hälfte der verteidigenden Einheit, die ich ancharge. Ist das der Fall, kann ich tatsächlich dann auch den Charge durchführen, so ich den auch gut würfel oder den halt automatisch geschafft habe, kann ich mich dann auch anleihen. Und jetzt kommt der zweite komische Satz, der auch schon für Verwirrung gesorgt hat. Ich darf mich nur entweder 50 oder 100% alignen. Außer es geht halt nicht, dann muss ich mich aber mindestens 50% alignen. Das kann dann dazu führen, dass ich halt nicht genau an der 50% Ecke stehe und auch nicht voll 100% dran stehe, sondern irgendwie so 90, 80, 70, 60. Mhm. Das geht aber dann, das ist legal.
Solange halt der Verteidiger nicht bewegt werden muss und ich da dran passe, ist das völlig okay. Ich muss halt, wie gesagt, beachten, ich muss mindestens 50% haben und darf quasi bis 100%. Und ich muss mich aber, wenn sobald es geht, muss ich mich 50 oder 100 flat dran stellen. Das ist jetzt die neue Regel quasi. Es gibt noch zwei Zusätze. Der erste ist, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen Multicharge, würde man das bei Warhammer nennen, beziehungsweise wenn ich mit einem Charge mehrere Einheiten innerhalb von einem Zoll im Nahkampf treffen würde. Ja. War das ja vorher so eine ganz komische Situation, wo sich die Spieler erstmal 5 Minuten drüber geredet haben, was sollen wir jetzt machen, steht nichts drin. Jetzt ist es klar geregelt. Solange die zweite Einheit, die auch quasi mit dann im Nahkampf ist, gebunden ist, auch sich alignen kann, zu mindestens 50%, dann wird die auch direkt aligned und bewegt sich dann auch tatsächlich dahin. Ja. Nicht der Defender wird hier bewegt, sondern der Kumpel vom Defender, der daneben steht, der halt zufällig daneben steht, ja, Free Fox-Style, wird halt drangeschoben. Wenn das nicht geht, also wenn er sich nicht mindestens 50% alignen kann, dann wird er Minimum 1 Zoll weggestellt. Ja. Bis, genau. Also auch wenn das nicht geht, dann wird er halt so weit weggestellt, dass irgendwie noch klar ist, der ist jetzt gerade nicht mit denen im Nahkampf. Ja, richtig. Das sind so die wesentlichen Änderungen. Genau. Ist halt also schon ein bisschen mehr aufpassen und mehr denken. Viele haben gesagt, ja, jetzt komme ich ja nie wieder in die Flanke, was weiß ich nicht. Also die ersten Tests zeigen, es geht doch, Überraschung. Ja. Es ist halt anders. Also was im Wesentlichen besser wird oder auch sinniger wird, ist halt Formationen. Vielleicht haben viele von euch bei Facebook auch schon gesehen, was der Micha mal gepostet hatte. Wenn ich die 4 Einheiten jetzt so hinstelle, kann ich halt jede Einheit nur von 100% in die, also nur frontal angreifen und auch jede Einheit nur mit einer Einheit tatsächlich bekämpfen. Ja. Das ist eine valide Taktik gegen Überzahl. Das kann ich jetzt so hinstellen, dass ich halt mit jeder von meinen Einheiten nur gegen nur eine feindliche Einheit kämpfe. Ich kann mich aber auch genauso gut in der geraden Linie aufstellen, ich wiederhole da Free Fox-Style, sodass ich, wenn ich charge, halt mit mindestens 2 oder 3 Einheiten gleichzeitig im Nahkampf bin. Das geht halt auch andersrum. Also jetzt ist halt wichtig, wie ich meine Einheiten bewege, oder es wird wesentlich wichtiger, wie ich meine Einheiten bewege. Und ich muss mich halt nicht mehr um diese 2-Millimeter-Ecken Gedanken machen. Ich muss halt deutlich machen, dass es halt kein 50% Alignment mehr möglich ist. Also so bei 49,857 ist es vielleicht noch diskussionswürdig, aber wenn ich halt deutlich mache, dass es halt keine 50% mehr sind, wenn ich die Einheiten also so hinstelle, dass sie halt tatsächlich nur von einer Seite auch dann nur gerade getroffen werden können, okay, das wird halt wesentlich wichtiger, wie ich die Einheiten da hinstelle. Und das wird auch vielleicht für Neulinge nicht ganz so intuitiv werden, okay. Es macht aber dem Spieler wieder, ich sag mal, besser, oder es macht bevorzugt wieder den Spieler, der sich darüber Gedanken macht. Ja. Und deshalb sprechen wir das ja auch an. Was man vielleicht noch als kleinen Zusatz sagen muss, diese 50% beziehen sich auf den Verteidiger. Also man muss 50% am Verteidiger sein. Das ist jetzt zum Beispiel der Fall, wenn man die Flanke angreift, müssen es nur 5% der Flanke vom Verteidiger. Muss man mindestens dran sein. Oder halt mehr. Das heißt nicht, wenn man 50% sich am Verteidiger ausrichtet, in der Flanke, hat man ja nicht 5% seiner eigenen Front, also die Front vom Angreifer, abgedeckt. Das wäre trotzdem noch ein legaler Charge beziehungsweise legales Alignment, dadurch, dass 5% vom Verteidiger an der Seite bedeckt sind. Ja, ja, genau, bedingt durch, dass die Einheiten halt nicht genau eckig sind, sondern die Seite ist halt kürzer als die. Ich würde aber auch noch auf den Punkt zurückkommen, als du gesagt hast, dass es nicht ganz so vielleicht intuitiv ist für Anfänger. Ich persönlich bin eher der Auffassung, dass das für Anfänger sogar wesentlich, also eine verdammt gute Änderung geworden ist. Also, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir hatten schon alle diese Situation, wo man dann wirklich diesen Millimeterschnipsel von einem Tray chargen konnte und da wurde der Verteidiger einfach gefühlt nach vorne teleportiert und damals kam man sich als Anfänger dann doch ein bisschen veräppelt vor. Das war halt irgendwie eine ganz merkwürdige Situation, die aber total regelkonform ist, da gab es in dem Sinne keine Probleme, nur es fühlte sich irgendwie merkwürdig an und irgendwie auch einfach, ich weiß nicht, thematisch halt einfach irgendwie auch Quatsch. Jetzt ist es halt einfach so, entweder du kannst da rein chargen oder du kannst es nicht. Und es ist im Grunde einfach nur so eine Ja-Nein-Checkliste, die man jetzt einfach für den Charge abarbeitet. Und ich glaube, das ist für Anfänger eigentlich an sich doch ein bisschen leichter. Für den Profispieler dagegen ist das jetzt aber auch eine super coole Situation, weil als allererstes habe ich erstmal an Baratheon sofort gedacht. Weil die haben jetzt die Möglichkeit, mit ihrer Frontlinie, mit beispielsweise den Wardens, sich so zu positionieren, dass der Gegner immer gezwungen ist, von vorne zu chargen.
Und die profitieren damit also immens von ihrer hohen Verteidigung und von all diesen Konterkarten dadurch. Ich sehe das persönlich als einen Riesen-Buff, genau wie du schon sagtest, wieder auf dieses Formationsplay. Das war vorher mehr oder weniger, ich will nicht sagen obsolet, aber es hatte halt wirklich seine Makel, genau durch dieses Ziehen des Verteidigers. Aber es ist nicht nur durch das Ziehen, auch generell. Genau. Sorry, dass ich dich kurz noch nicht nur nee, durch das Ziehen. Das war halt eine Situation, wo, wie du schon sagst, da gebe ich dir recht, dass es halt sehr schwer zu erklären, warum er jetzt vom Punkt quasi auch sogar runtergezogen werden konnte oder in den Sumpf rein oder. Ja, genau. Also das, da gebe ich dir völlig recht. In solchen Situationen ist es total Panne. Du hast auch völlig recht, wenn Formationen jetzt wieder wichtig werden. Es ist dann jetzt auch wieder ein Rank and File. Spiel und nicht mehr ein Skirmisher, wie es vorher war, weil ja, genau. Du musst ja halt nicht mehr über diese 2 mm Kanten Gedanken machen, weil die hast du ja zwangsweise fast immer, wo ja du ja auch ganz korrekt gesagt hast, dass dann halt Formationsspiel total sinnlos war. Also du brauchst ja nur die 2 mm, wie gesagt, sehen, ja, passt schon. Richtig. Und dann hast du halt da eine Kavallerie drin sitzen, was jetzt nicht mehr geht. Da bin ich sowas von deiner Meinung. Ich meinte damit, was meinte ich denn damit? Vielleicht komme ich gleich noch drauf. Alles gut. Ich wollte nur auf den Punkt hinaus, dass vor allen Dingen jetzt auch für dieses defensive Spiel, das jetzt praktisch, ich merke es generell bei den ganzen Änderungen, die wir jetzt erfahren haben, das werden wir gleich nachher auch nochmal sehen bei einer Einheit, bei den Starks auch nochmal, dass vor allen Dingen defensive Einheiten jetzt durch all diese Regeländerungen doch krass an Popularität wahrscheinlich gewinnen werden, weil die einfach jetzt viel mehr Optionen haben. Vorher war das eher so, gut, die werden sich jetzt auf den Punkt stellen, den solange es geht halten und mehr Optionen hat man mit denen nicht. Jetzt können sie zum Beispiel dazu genutzt werden, um andere Einheiten wirklich richtig mal zu decken, also sie wirklich mal zu beschützen und auch als so eine Tank-Funktion auch mal einzunehmen. Ich finde das toll, also ich finde, dass es gestreamlined, also die Rules werden dadurch irgendwie, finde ich persönlich, einfacher. Klar, ich bin jetzt kein Anfänger mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das anfühlt, wenn man das wirklich von Grund auf alles lernt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es doch vielleicht doch ein bisschen leichter ist als vorher. Weil, wie gesagt, dieses Ziehen von Einheiten, es war schon wirklich sehr merkwürdig geruled so. Man hatte damit auch taktische Optionen zum Teil. Aber dieses wirklich Millimeter-Schnipsel chargen können, das war halt in manchen Situationen auch sehr lästig. So fallen mir halt wirklich auch wieder Wölfe halt auch wieder ein oder sowas. Ne? Die konnten halt gefühlt alles chargen, was die wollten, so gesehen. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Helle Badiere wollte ich sagen. die halt auch gerne mal in der Front gecharged werden wollen und nirgendwo anders. Korrekt, du hast Positionierung gesagt, Gelände. Kommt auch noch das dazu. Auch Gelände und Spielfeldkante kann man dadurch noch krasser einsetzen. Also gerade wenn jetzt Palisaden im Spiel sind oder diese Spikes oder sowas. Auch die Mauern werden wichtiger, je nachdem, wie man die halt hinsetzt. Das spielt alles wieder mehr zusammen und das fühlt sich halt mehr dann wieder wie ein komplettes Spiel an, als dieses, wie ich ja eben schon sagte, das ist halt kein Skirmisher dann mehr, wo dann halt auch egal ist. Wenn ich jetzt einen populären Skirmisher nehme, dessen Namen ich nicht nennen werde, wo ich quasi nur mit einer Einheit in Kontakt sein muss und alle können halt draufhauen, egal wo die gerade stehen. Also die müssen dann halt nur im Umkreis von dem Commander sein und dann geht das schon. Mhm. Und jetzt habe ich es halt so, dass es wirklich klar geruled ist, die Rank and File, also die Bases zählen halt und die sind dann auch wieder wichtig, wie ich die hinstelle. Und es ist nicht mehr egal. Ja, da guckt halt immer eine Ecke raus und das kann ich halt nie verhindern. Sehr selten konnte ich es mal verhindern und dann habe ich halt trotzdem irgendwann mal den 2 mm dann nochmal rausstehen und dann geht's halt doch. Und das ist halt jetzt vorbei, Gott sei Dank. Ich hatte auch mal tatsächlich auch mal was Negatives zu dieser Änderung gehört. Also es gab ein paar Spieler, die argumentiert haben, dass dadurch Situationen wohl aufkommen könnten, beispielsweise wirklich auf diesem Turnier spielen, dass dann Leute anfangen zu diskutieren, ja, hast du jetzt wirklich 50% da irgendwie Platz oder hast du es nicht? Dass da jetzt praktisch an den Seiten von den Trays ja keine, da existiert ja kein Pfeil, um diese 50% zu markieren. Und da denke ich mir aber, wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, benutzt euren gesunden Menschenverstand, also ich denke nicht, Maßband. Dass, ganz genau, also ich meine, jeder hat da irgendwie was dabei, um sich da irgendwie zu helfen und ich glaube, wenn da wirklich ein Millimeter oder sowas Abweichung vorhanden sein sollte, da wird doch jetzt niemand irgendwie einen riesen Tamtam drum machen. Also ich sehe es generell alles nur positiv so. Ja, das meinte ich ja gerade, also wenn, dann muss man hinstellen, dass es deutlich ist, dass es halt nicht 49,875% sind, sondern halt vielleicht 40 glatt oder so, was man halt auch erkennen kann. Genau. Und das kann ich ja beeinflussen, das sind ja nur 2-3 Grad mehr drehen zum Beispiel. Dann habe ich den Effekt ja schon. Oder man geht einfach hin, wenn man Move sagt. Ja, man sagt einfach an, man stellt sich so hin und sagt, meine Intention ist es,
du kannst mich in die Seite chargen, wenn meine Einheiten so stehen bleiben, ist das okay. Selbst wenn man dann hingehen sollte, aus Versehen meine Einheit verschiebt, was ja mal vorkommt. Ich will keinen da irgendwie Absicht unterstellen. Kommt mal vor, eventuell ist der Fläche uneben. Kommt ja mal vor, aber wenn man das am Anfang schon abgeklärt hat, du kannst mich nicht in die Seite chargen und dann hat sich die Einheit leicht verdreht oder so, dann ist das von vornherein abgeklärt, einfach auf den Gegner zugehen, sich mit dem unterhalten. Das ist ja nicht nur dein Gegner, das ist ja auch dein Spielpartner in dem Moment und dementsprechend muss man einfach sich ein bisschen mehr Kommunikation in dem Punkt haben, damit man auf jeden Fall ein positives Spielerlebnis am Ende hat. Weil wie oft ist... Sorry, mach du. Entschuldigung, das also war jetzt gerade wieder der FDF mit 10 Minuten für den 10 Minuten Fairplay-Rant. Nein, ja. Das, was Janik gesagt hat, ist natürlich völlig richtig. Das sind keine Gegner, das sind ja auch Mitspieler. Also der Killer-Tipp ist, redet mit eurem Mitspieler. War auch völlig überraschend, wow. So wie Janik sagte, also einigt euch darüber. Du sagst einfach dem Gegner, hey, meine Intention ist, ich will jetzt die so hinstellen, dass du halt genau da nicht in die Flanke chargen kannst. Guck mal bitte, ob dir das reicht. Und wenn der Gegner sagt, ja, passt, dann habt ihr euch darauf geeinigt, dann ist es so. Egal, ob da mal einer dran stupst oder nicht, dann habt ihr euch darauf geeinigt. Und wenn der Gegner sagt, ja, nee, sorry, dann verschiebt man den halt nochmal um 2 Millimeter oder 3 oder so und dann passt es halt. Ja, aber dann ist es auch klar und nicht einfach nicht sagen und dann da dumm sterben und dann blöd gucken, wenn der Gegner auf einmal das Maßband rausholt und misst, oh, das sind aber 50,01, ich darf chargen, yay. Pech gehabt, ne? Also das ist dann halt, redet miteinander, das sind ja auch nette Leute, also ich habe nur nette Leute bisher kennengelernt, das ist völlig irre. Macht's einfach mal, versucht das mal vernünftig hinzustellen und zu klären, das funktioniert auch bei Würfeln oder so, ne? Ja. Wahnsinn. Was ich vielleicht noch zu dieser Änderung sagen würde, was jetzt auch ein große Änderung in Anführungszeichen ist, als Verteidiger weißt du genau, wo die gegnerischen Einheiten stehen werden, wenn sie dich gecharged haben, was ja vorher nicht immer der Fall war. Das heißt, wenn du gecharged wirst, weißt du genau, wo dein Gegner eventuell stehen kann und dementsprechend kann man seine Einheiten jetzt auch noch einen Ticken besser ausrichten, um halt solchen Situationen halt entgegenzugehen. Hat jemand Sommer gesagt? Da kommen wir gleich noch zu, ne? Ja, aber Sammer, ja, zum Beispiel. Wovon du ja unter anderem ziemlich begeistert bist, auch wenn du kein Stark-Spieler bist. Wer sagt, dass ich kein Stark-Spieler bin? Hauptsächlich. Hauptberuflich. Genau. Wo wir jetzt noch bei Chargen sind, es hat sich eine kleine Änderung zu den Charge-Boni, eigentlich nur eine Klärung noch ergeben. Es wurde jetzt nochmal ein bisschen expliziter in die Regeln reingeschrieben, dass die Charge-Boni wirklich nur dieser Reroll sind, den man bei einem erfolgreichen Charge bekommt. Das heißt, Charge-Boni sind nicht zum Beispiel die Lanzenfähigkeiten bei Knights of Castle Rock oder bei der Tully-Kavallerie. Ja. Genau. Das sind keine Charge-Boni, es sind wirklich nur dieser Reroll, den man beim Charge kriegt. Einfach nur eine kleine Klärung im Regelbuch, damit man das nicht falsch lesen kann. Jo. Genau. Lanze gilt immer, auch wenn ich eine 1 würfel, darf ich die Lanze trotzdem benutzen. Genau. Also keine Diskussion mehr, dass man irgendwie das Regelbuch hier in dem Punkt falsch liest. Was sich noch geändert hat, jetzt zu der Attacke, als erstes Search Forth oder als erstes Panic? Aber Search Forth. Also genau, Search Forth hat sich jetzt geändert. Jetzt wird ein bisschen, also Search Forth ist immer noch, wenn du eine Einheit zerstörst, darfst du dich drehen und eine freie Bewegung. Im Nahkampf, danke. Im Nahkampf zerstörst, darfst du dich drehen und eine freie Bewegung machen. Das ist genauso gleich geblieben wie früher auch. Nur das Timing, also wann das Ganze passiert, ist jetzt klargestellt worden. Das ist nämlich immer am Ende der Attacke, nachdem alle Taktikkarten-Effekte abgehandelt worden sind, die noch auf diese Attacke gespielt werden würden. Also kann man zum Beispiel Lead by Example spielen, nicht Lead by Example, Fear for the Fallen, Counter Charge. Solche Sachen, die werden als erstes abgehandelt vor der Search Forth. Ja, du musst es explizit nochmal sagen. Also auch Karten die oder Effekte, die triggern auf, wenn eine Einheit zerstört wird, beziehungsweise wenn eine Einheit angegriffen wird, bei Nachtwache so ein paar, auch die zählen vorher. Das freie Manöver kriegt oder auch Countercharge oder sowas. Richtig. Was dazu führen kann, dass der Gegner einen Countercharge macht, die Einheit wieder im Nahkampf bindet und du kein freies Manöver mehr machen kannst. Genau. Oder bei Fury for the Fallen, das ist eine Karte von Eddard. Eddard hat eine Attacke gemacht,
seine Attacke rum ist, eventuell sogar die gegnerische Einheit zerstört, was ja nicht die Einheit ist, die den Search Forth machen wollte, oder ein Adults Einheit noch einen Search Forth macht und dann erst der Search Forth von der Einheit von der ersten Attacke. Ja, und wenn du dann auch Stark und Adult spielst, kannst du dann auch noch einen Fuel for the Fallen spielen, also deinen eigenen, und das Ganze nochmal machen. Dann hast du nachher drei Einheiten, die hintereinander einen Search Forth machen. Da muss man ja sich echt einen Notizzettel machen. Also, ja, das ist auch nur eine Aktivierung, das ist lustig. Da passieren muss man echt mal gucken, so wer darf jetzt nochmal einen Moment. Ja, genau. Aber zu Zellen kommen wir ja gleich noch, ne? Ja, aber das ist jetzt nur ein Extrembeispiel. Einfach. Ja, was würde gehen? Es würde gehen, halt nur so, als dass man das mal im Hinterkopf hat. Noch zum Search Forth. Eine Sache ist mir bei dem Ding aufgefallen, und zwar Search Forth, diese Interaktion, also das Timing wurde ja auch in erster Linie deswegen geändert, weil da gab es eine problematische, also ich sag mal in Anführungsstrichen, eine problematische Karte, und zwar bei Gregor, das Overrun. Das hat nämlich immer wieder ist das aufgetreten, diese Diskussion, wann genau Overrun passiert in Interaktion mit Sachen wie Unit has been destroyed oder Karten halt after Unit has been attacked und so weiter. Ja. Jetzt ist es ja mehr oder weniger eigentlich eindeutig, nur der Kartentext auf Overrun sagt ja immer noch, wenn die Einheit zerstört worden ist. Lasst euch davon nicht verwirren. Ihr spielt die Karte, sobald ihr die gegnerische Einheit zerstört habt. Ihr ersetzt nur einfach den Effekt des Search Forths, der danach kommen würde, einfach durch den Effekt jetzt von Overrun. Ja. Der Gegner kann also immer noch Countercharge und so weiter auf euren Overrun praktisch spielen, also darauf reagieren. Ihr habt es jetzt also nicht mehr ganz so leicht, einfach immer wieder in Einheiten rein zu chargen. Aber wie gesagt, lasst euch einfach von dem Trigger von Overrun nicht irritieren. Der ersetzt jetzt einfach nur dieses Search, also er ersetzt immer noch Search Forth. Nur das Timing ist jetzt ein bisschen anders. So. Genau, es wird sogar noch schwieriger, wenn ein Lannister-Spieler, dann muss er mich als erster, als aktiver Spieler auf den Trigger die Karte spielen. Richtig. Und dann kannst du als quasi auf den gleichen Trigger, darfst du ja danach als zweiter Spieler den Countercharge machen und kannst damit Gregor wieder binden, sodass der gar nicht einen Overrun machen könnte, aber die Karte trotzdem gespielt hat. Richtig. Was das Ganze wieder etwas schwächer macht. Was hier auch nochmal. Andere können ja overrun. Was hier nochmal mit reinspielt, ist ja, dass du, dass ein bisschen geklärt wird, wann Karten gespielt werden und wann sie abgehandelt werden. Ja. Was wir nochmal nachher nochmal ansprechen. Ja, genau, das kommt ja gleich nochmal deutlich, aber das ist wieder ein Beispiel, was wichtig ist. Genau. Genau, sonst Search Forth gibt es noch. Irgendwas, was man dazu noch sagen müsste? Ich finde es generell schön, dass sie einfach versuchen, jetzt mittlerweile diese ganzen Trigger-Fragen mal in den Regeln einfach zu verpacken, dass sich das von alleine so ein bisschen löst, weil ich höre immer wieder, dass Leute sich, also die schreien nach so einer Trigger-Liste, die man von oben nach unten so praktisch abgucken kann, wann was gespielt werden darf, aber das ist halt ein utopisches Projekt mittlerweile geworden, weil wir kriegen immer wieder neue Sachen rein, die dann für Hanebüchen-Interaktionen sorgen. Also mir fallen dann so Sachen halt auch ein wie Juggen und Take the Black und so ein Kram. Also so Dinge, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und sich da eine Triggerliste zusammenzubauen, das ist schon teilweise ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Und ich finde es halt schön, dass die wirklich versuchen, über die Regeln jetzt einfach diese Dinge irgendwie ein bisschen zu klären, dass sie dann dadurch einfach, die werden halt einfach dadurch klarer jetzt, wann was gespielt werden darf. So. Ja. Ja, sehe ich absolut genauso. So, sollen wir gerade zu dem Punkt gerade springen und in Panik am Ende machen? Wir sind ja gerade halt drin. Dann ja, können wir machen. Würden wir einfach zu Simultaneous Actions und wie halt gleichzeitig Aktionen, die gleichzeitig abgehandelt werden. Das heißt, wenn man zwei Taktikkarten hat, der Spieler, der aktiv ist, und der Gegenspieler, der nicht aktiv ist, und beide den gleichen Trigger haben, also zum Beispiel. Ja, wenn eine Friendly Unit attacks oder wenn ein Enemy Unit attacks beim Gegenspieler, das wären halt zwei Trigger, der Trigger wäre zeitgleich. Dementsprechend können ja beide Spieler diese Karte spielen. Jetzt ist es so, dass der aktive Spieler als erstes seine Karte spielt auf den Trigger. Dann darf der andere Spieler darf auf den Trigger seine Karte spielen. Also die Karten werden als erstes gespielt. Das heißt, die Effekte wurden noch nicht abgehandelt. Und dann geht man hin, wenn alle Karten gespielt worden sind, wird der aktive Spieler handelt dann seine Karte ab oder seine Order, wird ja auch gehen. Und dann ist der zweite Spieler dran mit seinem Effekt. Das heißt, die Karten werden als erstes gespielt und wenn alle Karten gespielt sind, werden die Effekte erst abgehandelt. Ja, sag mal nicht Karten gespielt, sag einfach, du sagst den Effekt erst an. Genau. Also, ne, aktiver Spieler zuerst, es gibt einen Trigger. Aktiver Spieler sagt seinen Effekt an, zweiter Spieler sagt seinen Effekt an, dann handelt Spieler 1 und dann handelt Spieler 2. Genau. Und das ist generell immer die Reihenfolge, die viele, viele Sachen aufklärt und
leider dann auch dazu führt, dass manche Sachen halt auch vorher schon richtig gespielt wurden, was natürlich dann völlig okay ist, die halt einfach unklar waren. Also Beispiel war jetzt, glaube ich, hier dieses Winter is Coming. Beim Charge, also wenn ich den Charge ansage, muss ich das spielen. Und da ich der aktive Spieler bin, spiele ich diese Karte. Und dann gibt es bei Robb Stark eine Karte, wenn ich gegen jetzt, also mein Gegner spielt Robb Stark, spielt seine Commander-Karte, die auch sagt, wenn der Gegner einen Charge ansagt, darf er den Gegner dazu zwingen, noch einen weiteren Würfel zu würfeln und darf sich, wenn er auf Robb Stark selber zielt, nochmal 3 Zoll bewegen. Da das eine Taktikkarte ist und ich die aber gleichzeitig mit North Remembers, hier mit Winter's Coming gespielt habe, geht das. Also ich, dann tritt erst der Winter's Coming-Effekt ein, danach darf halt keine weitere Karte gespielt werden, da ich die aber schon gespielt habe auf den gleichen Trigger, kann ich mich trotzdem 3 Zoll zurückziehen, das heißt, funktioniert. Ja. Und solche Sachen sind halt jetzt komplett klar geregelt, bei gleichen Triggern läuft es halt immer genauso ab und fertig. Genau. Sonst. Ich bin gerade nochmal am Nachgucken, ob sich dann noch was geändert hat, weil ich habe noch eine Notiz, nur meine Notiz sagt mir gerade nichts. Nee, ich glaube, das war es auch tatsächlich. Genau. Ja. Doch, wir hatten hier gleiche Effekte mit gleichem Namen. Und das gleich noch. Ah, genau, gleiche Effekte mit gleichem Namen. Das wäre jetzt vor allem Cut 'em Down. Ja, genau, das meine ich. Also grundlegend ist es jetzt auch nochmal klargestellt worden, also nochmal klarer gestellt worden, muss ich eigentlich sagen, weil es war vorher eigentlich auch schon klar, dass jede Einheit jeden Effekt nur einmal haben kann, jede Fähigkeit und jeden Effekt nur einmal haben kann, weil es gibt ja auch Abilities im Sinne von Sunring oder so, die kann halt jede Einheit nur einmal haben. Ja. Und Effekte im Sinne von, weiß nicht, Crit ist ja auch eine Fähigkeit, was gibt es für Effekte? I don't know. Hier Sechsen sind keine Defense-Saves oder so. Ne, gibt's ja. Precision, genau, das ist jetzt ja auch neu. Und dann gibt's so das ein, also Cut Them Down haben sie ganz, ganz klargestellt, dass die Cut Them Down-Fähigkeit nicht auf die, also kurz zur Erklärung, Cut Them Down sagt, also das ist zum Beispiel Sando Clegane hat diese Fähigkeit und die besagt, wenn eine andere Einheit, mit der ich im Nahkampf bin, also mit der die Einheit von Sando im Nahkampf ist, einen Paniktest vergeigt, ein Moraltest vergeigt, nein, Paniktest vergeigt. Paniktest. Paniktest, ja. Kriegt die +2 Wunden. So, das gleiche kann auch Ramsay und da gibt es noch ein paar andere, die das können. Ja. Und das war halt unklar. Also ist es jetzt Cut Them Down, zählt das jetzt für die Einheit, wo Sandor drin ist, oder ist es eine Fähigkeit, die die abgeben an die Zieleinheit quasi, die den Paniktest vergeigt hat? Und das ist jetzt ganz klargestellt, dass die Fähigkeit zielt auf die Sandor-Einheit oder auf die Ramsay-Einheit oder auf die Einheit, der die Fähigkeit halt gehört, Cut Them Down, die hat dann auch nur einmal diese Fähigkeit. Aber der Effekt, also die Auswirkung, der Effekt ist falsch, weil das wäre wieder Ruling. Ja. Die Auswirkung dieses Effektes zielt dann auf die Einheit, die den Paniktest vergeigt hat. Das heißt, die kann tatsächlich minus zwei Wunden kriegen, wenn es ganz, ganz beschissen läuft. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einfach eine Einheit mit Sandor und eine Einheit mit Ramsay gegen eine feindliche Einheit engaged hat und die feindliche Einheit verpasst den Paniktest. Und dann hat man ja Ramsay und Sandor, die jeweils Cut Them Down haben, und dann wird als erstes mal zum Beispiel Ramsay getriggert, also wird als erstes Ramsay abgehandelt, kriegt der Gegner 2 Wunden, weil sie den Paniktest verpatzt haben, und dann hätte man ja noch Sandor als 2. Einheit, die hat dann auch den den gleichen Effekt, aber halt auf einer anderen Einheit. Dementsprechend können ja beide triggern. Und dann sagt dann das Cut Them Down von Sandor nochmal, die gegnerische Einheit kriegt 2 Wunden. Das funktioniert jetzt, weil das halt 2 verschiedene Einheiten sind und dementsprechend und halt auch passive Fähigkeiten. Das muss man hier auch nochmal dazu sagen. Genau, wer ist eine Order, könnte nur entweder Sandor oder Ramsay, weil es ja der gleiche Trigger ist. Genau. Ist aber eine passive Fähigkeit, darum klappt das. Genau. Weil passive Fähigkeiten, wenn einfach der Trigger, wenn die Voraussetzungen halt erfüllt sind, werden die einfach ausgelöst. Und kann man sozusagen, muss man nichts aktiv dafür machen, weil es halt keine Order oder keine Taktikkarte ist. Genau. Genau, man muss sich so vorstellen, der Effekt zielt halt auf die Sando-Einheit, die holen dann ihre Messer raus, pieksen 2-mal und dann fallen da 2 Gegner um. Dann werden die Gegner nicht von dem Effekt von Cut Them Down betroffen, aber die kriegen halt 2 Wunden. Der gleiche macht dann Ramsay.
vice versa. Kriege ich dann wieder zwei Wunden. Also wenn es ganz blöd läuft, kann man halt, wenn man noch Take the Black hat oder anderweitig Nachtwache spielt, theoretisch ein paar Mal öfter Cut Them Down auf den Gegner werfen als nur einmal. Ja. Aber da kommen wir gleich noch in Ruhe zu. Gut. Da wir jetzt gerade schön über Paniktests mit Cut Them Down geredet haben, Paniktests sind die zweite große Änderung, die es jetzt gab, in 1.5. Wer möchte von euch? Mach du ruhig. Ich dachte, du hast dich hier freiwillig gemeldet. Kein Problem, ja. Da wollte ich eigentlich zu den Auswirkungen. Kann ich gerne machen. Also, die wesentliche Änderung ist eigentlich relativ schnell erklärt. Und zwar, früher war es ja so, ich würfel zwei Würfel und dann gucke ich, habe ich meinen Panikwert erreicht, inklusive aller Modifikatoren oder nicht. Und alles, was ich nicht erreicht habe. Also ich habe jetzt eine 7er Moral, ich habe aber nur eine 6 gewürfelt. Das heißt, ich bin einen drunter, würde ich eine Wunde kriegen. Früher. Jetzt ist es so, es ist egal, um wie, also andersrum, ich habe dann um 6 den Paniktest verkackt, habe ich halt 6 Wunden gekriegt. Darf man verkackt sagen? Jetzt habe ich es zweimal gesagt. Passt schon. Also ich habe dann 6 Wunden gekriegt. Also positiv wie negativ, manchmal habe ich ja nur eine gekriegt, manchmal habe ich halt auch minus 6 auf dem Moraltest durch irgendwelche komischen Effekte gehabt, wo ich dann halt auch einfach mal keine Chance hatte. Ja. Jetzt ist es so, ich würfel zusätzlich zu den normalen 2 Würfeln, die ich beim Paniktest brauche, einen D3 dazu. Dann wird auch wieder ganz normal geprüft, habe ich den Paniktest geschafft oder nicht. Und wenn ich den, egal um wie viel ich den nicht geschafft habe, also jetzt ist es egal, ob es so minus 1 oder minus 10 ist, wird einfach nur D3, den ich ja mitgewürfelt habe, plus eine Wunde verteilt. Heißt maximal 4. Im Schnitt also 3 Wunden, genau, dankeschön. Einzige Änderung dazu ist, dass der Panik-Token, für den ich ja den mein Gegner ja benutzen kann, um mich einen Würfel des Paniktests neu würfeln zu lassen, jetzt auch auf den D3 zählt. Das heißt, der kann mich auch, wenn ich eh schon den Paniktest nicht geschafft habe, auch dazu zwingen, den D3 neu zu würfeln. Wenn ich jetzt für ihn zum Beispiel nur eine 1 gewürfelt habe, kann ich den neu würfeln oder muss ich den neu würfeln, wenn er den Paniktoken ausgibt. Das ist die wesentliche Änderung. Und zu den mathematischen Auswirkungen hat der Yannick ja schon viel vorbereitet. Oh Gott. Also mathematisch gesehen, wenn man das ein bisschen durchrechnet und auf den Durchschnitt von dem Schaden guckt, von dem alten System zu dem neuen System, ist es bei wirklich allen Einheiten fast identisch geblieben. Also der durchschnittliche Schaden bleibt gleich. Es ist minimal in ein paar Nachkommastellen, es sind so ein Viertel. Eine Viertelwunde kriegt man pro Paniktest im Schnitt mehr. Also man wird es eventuell merken, aber es ist wirklich nicht viel, was man wirklich jetzt mehr an Schaden kriegt. Und es ist wirklich konstant über alle Einheiten. Also gute Moral kriegen immer noch weniger Schaden als schlechter Moral. Es hat sich vom Durchschnitt nichts verändert. Was jetzt halt der Fall ist, dass Einheiten mit einem schlechten Moral pro Paniktest weniger verlieren. Das heißt, man kann ja höchstens 4 Modelle verlieren. Das heißt, so Sachen wie mit Cersei, mit Wishes und dann noch mit einem Hear Me Roar, wo man dann ja locker mal minus 5, minus 6, minus 7 auf eine Einheit, auf den Paniktestwurf stacken konnte, wo man dann auch sicher war, dass recht viele Wunden rausgekommen sind. Das waren, wenn man mit minus 6, also Cersei, Wishes und Hear Me Roar, waren das um die 5 Wunden. 5,5 irgendwas so in dem Schnitt. Ja, 5 bis 6 war es, glaube ich. 5 bis 6, also 6 waren es nie, weil... Ja, weniger als 6, aber irgendwie so 5, ja, 5, irgendwas war das. Also war extrem viel Schaden, den man im Schnitt gekriegt hat. Weil man ja eigentlich den Paniktest immer verpatzt hat. Und jetzt wird man zwar den Paniktest immer verpatzen, aber im Schnitt sind es immer nur 3 Wunden. Also höchstens 4, minimals 2. Und das heißt, Einheiten mit schlechtem Moral profitieren davon, indem sie einfach pro Paniktest halt nicht mehr diesen Ausschlag haben, wenn man mal eine Doppel-1 würfelt und dann halt mal 6, 7, 8 Modelle verliert. Ja, nicht verwechseln. Also die Doppel-1 ist ja nochmal was ganz anderes. Die wird komplett rausgenommen durch das neue System. Das meine ich. Du meinst jetzt aber den Moraltest, den Moralwert selber. Also Einheit mit schlechter Moral, zum Beispiel 8. Genau, die verlieren nicht mehr, die können halt nicht mehr so viel verlieren in einem Paniktest. Wie früher. Genau.
Genau. Also diese Würfelausreißer sind nochmal extra zu betrachten. Genau. Ich sagen. Genau, also, aber wir reden gerade nur über den Moralwert selber. Genau. Also es gibt halt nicht mehr diese Ausreißer. Das heißt, im Schnitt, wie gesagt, bleibt es ja gleich, aber diesen Ausreißer, dass du mal wirklich in einem Wurf das Spiel verlierst. Das gab es ja, diese Stories. Ja, ich habe jetzt hier Snaggers geworfen, habe das ganze Spiel verloren. Das ist jetzt nicht mehr so. Genau, das fällt halt raus. Und halt Einheit mit besserem Moral, wenn sie mal verpatzt, dann kriegen sie auch wirklich Schaden. Weil früher hast du vielleicht ein oder zwei Leute verloren, weil du einfach einen 4+ Moral Grundwert hattest. Und jetzt verlierst du halt im Schnitt 3. Das ist halt, wenn du mal was verpatzt, ist das halt schon böse. Beziehungsweise zum Beispiel Wölfe. Wenn man wirklich mal ein bisschen auf Wölfe steckt, sind die halt auch tot, wenn die den Moraltest verpatzen. Beziehungsweise Jorah Mormont, der jetzt mit den Targaryens rauskommt, ist auch direkt tot, wenn er einen Moralwert verpasst. Der hat ganz andere Probleme als sein Moralwert. Ja, nur so als Beispiel. Ja. Was auch noch ist, halt diese Ausreißer, wie wir ja schon angesprochen haben, das mit der Doppel-1. Wenn du mal eine Doppel-1 würfelst und halt extrem viel Schaden kriegst, das Hass hat man halt auch nicht mehr, weil man immer die D3+1 Schaden kriegt. Egal, ob du hoch dich verworfen hast mit dem Moralwert, Test, der beim Paniktest ja drin ist, oder halt niedrig. Also, ob du jetzt, egal, ob du es jetzt nur um 1 verpatzt oder halt um 6-7 verpatzt, kriegst du halt immer D3+1 Schaden. Was ja beim alten System ja extrem den Schaden beeinflusst hat. Und halt diese Varianz ist halt komplett rausgenommen. Die ist halt komplett flach, einfach im Schnitt 3 Schaden. Genau, im Schnitt 3 Schaden, wo es halt früher bei schlechtem Moral extrem große Varianzen gab und bei gutem Moral halt extrem kleine Varianz. Ja, ich habe da, ich nenne das mal die Spirale der Wut, wird sich ändern. Und zwar war das ja vorher so, wie du ja schon gesagt hast, wenn mal einer zufällig mal eine 2 Einsen geworfen hat bei einem Moraltest, dann gab es quasi Hass auf die Würfel. In Zukunft wird es so sein, dass wenn ich jetzt den Moraltest um einen verkacke, egal bei welchem Moralwert, ich habe schon wieder verkackt gesagt, 2-mal, wenn ich jetzt den Moralwert um einen nicht schaffe, dann wird es den Murder Rage geben auf die Würfel, egal bei welchem Moralwert, das prophezei ich. Also das wird jetzt sich verschieben, weil wenn man jetzt 2 Einzelwürfel, ja, dann verliere ich halt 4 statt vorher 6 oder keine Ahnung wie viele. Und jetzt wird es halt so sein, wenn ich Moral 7 habe und nur 6 Würfel, dann gibt es Ärger. Mit den armen Würfeln. Ja. Aber man kann es den Leuten ja sowieso generell gefühlt nie recht machen bei sowas. Ja, klar. Geben, die dann nicht damit zufrieden sind. Aber ich finde die Änderung an sich super, weil, wie gesagt, vorher hatte man zum Beispiel Situationen, wo Berserker, die meinen Paniktest nicht bestanden haben, ja, denken sich, ja, ist mir doch egal, kriege ich halt eine Wunde, werde ich noch stärker. Jetzt ist es halt so, ja, wenn die auf dem letzten Rang sind, uiuiui, jetzt könnten die auch mal komplett dadurch sterben. Und ich finde, das ändert halt auch den Spielstil, vor allen Dingen bei den Lannisters und auch jetzt bei den Boltons, in der Hinsicht, als dass sie jetzt nicht mehr dazu gezwungen sind, mehr oder weniger ihre ganzen Ressourcen auf irgendeine Einheit zu stacken, um damit so viel Schaden, wie es geht, rauszuhauen, sondern sie können jetzt ihre Ressourcen verteilen, so ein bisschen irgendwie auf die ganzen Einheiten und können sich dann ihre Ziele besser auswählen und damit einfach nur gleichmäßig auch wirklich konstant Schaden dran raushauen. Zum Beispiel Cersei wird jetzt vielleicht doch anders gespielt als vorher. Ich kann sie jetzt nämlich... Oder gar nicht mehr. Vielleicht auch, weil ich könnte sie mir auch gut vorstellen, dass man jetzt damit so 4+, 5+ Moraleinheiten versucht irgendwie zu influenzen und damit dann nochmal diese potenziellen 4 Wunden rauszukriegen. Also ich glaube, da wird sich in der Meta auch, was Panik angeht, einiges jetzt verändern. Denn genau durch diese ganzen, durch diese Streuung jetzt des Schadens, der jetzt gleichmäßig praktisch auf diese ganzen Einheiten aufgeteilt wird, ändert sich jetzt doch wirklich diese Priorität, welche Ziele man wählt, wenn man irgendwas mit Panik bombardiert. Ja. Aber das lassen wir am besten nochmal unseren Lannister-Spieler hier in der Runde nochmal seine Kommentare zu den Panikänderungen. Böse Gerüchte. Ja, genau. Also wie Ilja das auch schon richtig sagte, ich muss halt jetzt, ich muss mein Spielstil dementsprechend ändern, dass ich mir nicht mehr diese 2 bis 3, also ich habe das mir tatsächlich mal im Kopf durchgegangen, wie ich das generell in so Turnierspielen mache. Ich mache das tatsächlich nicht konstant, also klar lege ich irgendwann mal Cersei dahin, aber ich rechne da nicht wirklich mit einem Effekt. Also wenn er mal wirklich, außer er würfelt halt echt mal blöd und würfelt eine 2 Einsen,
dann, klar, war Cersei super gut gelegt, alles Skill von mir. aber da rechne ich nicht mit. Also da habe ich tatsächlich eher dann, da warte ich, dann baue das auf. Also das sind dann Sachen, wo ich dann auch einen Himmel Roar mir aufbewahre, warte, bis ich einen Cersei-Move auf die Krone frei habe, warte, bis er vielleicht neben dem Haufen steht, dass er nochmal den Move nach vorne macht, weil er da unbedingt hin will zu einem Punkt oder so. Das sind alles Sachen, die brauche ich jetzt gar nicht mehr. Also ich kann, entweder lege ich Cersei nämlich gar nicht mehr mit, ist vielleicht eine Option, ja, dann habe ich einen anderen NCU für 4 Punkte, da gibt es einige, die da cool wären, auch jetzt von den neuen Neutralen zum Beispiel. Oder ich stärke mal, also wenn ich zum Beispiel meine ganze Armee mit Wishes ausstatte, wozu brauche ich dann noch Cersei? Ja, dann habe ich konstant eine Bedrohung mit -2 Moral, dann habe ich noch Lannister Supremacy, dann bin ich schon bei 4, wenn ich bei Wishes bin, also dann muss er einen Moraltest machen, wenn er mich haut, und er macht einen Moraltest mit -2 jeweils, wenn ich ihn hau, das, hallo, reicht mir völlig, glaube ich, wenn wir so bei Durchschnittsmoral von 6 ausgehen, die ich dann auf eine 8 hochpower, reicht. Das macht schon einen Unterschied. Ja, das ist eine konstante Bedrohung, im Gegensatz, wo ich dieses Spike setzen muss, also das ist tatsächlich eine Änderung, wie du auch schon gesagt hast, bei Boltons wird es relevant. Auch wie ich Paniktoken verteile, bei Bolton in dem Moment. Genau. Und bei Lannister reicht mir tatsächlich wahrscheinlich, wenn ich konstant auf die gesamte gegnerische Armee, egal bei welcher Aktion, -2 bringe, das reicht in der Regel völlig aus. Was vorher ja vielleicht mal eine Wunde 2 oder 3 produziert hat, es sei denn, er würfelt halt mal, also er hat diese Ausreißer, die klar mal passieren können, aber mit denen ich halt nicht damit rechne, weil das wäre ja völlig irre. Da muss ich tatsächlich was ändern. Und das sollte man dann auch tun, was aber die, wie Jannika schon ausgerechnet hat, im Prinzip ohne alle weiteren Effekte zu berücksichtigen, rein von den Spielmechanikänderungen von einer Viertelwunde bringt, was jetzt so wahnsinnig viel nicht ist, wo ich dann aber meinen Teil dafür tun muss, um halt genau das zu pushen. Also ich muss halt in die Kerbe weiter reinhauen. Und darum geht's halt. Also ich darf jetzt nicht mehr so anfangen wie vorher, ich lege jetzt Cersei drauf, ich spiele dann Human War und bam. Ja klar, da kriegt er 4 Wunden. Wow. Aber ich muss halt diese Effekte jetzt verteilen. Also ich muss halt tatsächlich auch mal dann Himmel Roar spielen, wenn ich den auf der Hand habe und den einfach mal benutzen. Ja. Anstatt mir den aufzubewahren, bis ich die Krone habe oder bis ich vielleicht noch Cersei draufgelegt habe. Ich kann mir tatsächlich mal überlegen, Cersei, die eigentlich der Must-Have ist. Also ich habe keine Liste in Lannister ohne Cersei in den letzten 2 Jahren gespielt. Gebe ich zu. das kann ich jetzt mal ausprobieren. Mhm. Also das sind so Sachen, die eigentlich cool sind. Zusätzlich zu allen Erinnerungen für Lannister ist das eine der Sachen, wo ich denke, das ändert einiges. Weil man hört ja an vielen Ecken, genau, weil man hört ja momentan auch wieder halt im Internet, ja, Ragepot halt schlechthin so, aber man hört halt immer wieder jetzt so durch diese ganzen Panikänderungen, dass halt die Boltons und die Lannisters so durch einen harten Nerf wohl erfahren haben sollten. Also ich glaube, wir sind uns da recht einig, dass das absolut überhaupt nicht der Fall ist. Gar nicht, so. Nein. Also wenn ich jetzt so spiele wie vorher, ja klar. aber nicht, wenn ich das verstehe und adaptiere und einfach damit arbeite. Weil Boltons haben die Fähigkeit, entweder haben die auch Wishes, also die haben ja die Cutthroats und die Flatmen, die haben ja beide auch Wishes. Plus, die verteilen ja Panik-Token wie Minz-Drops. Also ne, allein durch Ruse und die Flatman verteilen die beim Charge. Was wollen die denn? Also das ist völlig irre. Das macht die aber auch, gerade die Boltons macht das richtig spielbar auf Turnierniveau. Auf Turnierniveau. Mhm. Ich sehe sie auch ziemlich gefährlich jetzt aktuell. Die Lannister haben halt die Möglichkeit, die haben erstmal Cut Them Down. Zweimal hat, wie gesagt, wie schon angesprochen, Sando und Ramsay haben sie eh, also ist ja neutraler, könnte man beide nehmen, theoretisch. Wobei Sando ein Punkt billiger wäre, um das noch mehr zu pushen. Plus, die haben halt unendlich viele Möglichkeiten für Wishes, dem Gegner noch mehr Paniktests zu machen. Die Blackguards gibt es, die auch beide zur Verfügung haben, wo auch noch mehr Paniktests provoziert werden. Also das ist, das wird von einer, ich nenne es mal, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, diese Spike-Bedrohung, da baut sich was auf und dann knallt es halt komplett einmal mit voller Wucht runter zu einer konstanten Bedrohungsatmosphäre. Das ist wie ein kompletter Horrorfilm. Das ist nicht mehr der Turm stürzt jetzt ein, oh schade, sondern das ist der komplette Horrorfilm. Ja. Also für die Gegner jetzt in dem Moment. Und das finde ich halt thematisch auch wieder so geil, weil es ist ja genau das, was die Boltons auch sein wollen oder was die Lannister sein wollen. Die gewinnen durch ihren Ruf, ihr Geld oder, ne, das ist genau das.
Richtig. Finde ich mega cool. Also ich finde die Änderung auch in der Hinsicht toll. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt irgendwie wirklich Lannister-Spieler seid oder Bolton-Spieler seid und habt das Gefühl, ihr wird... Schämt euch nicht, steht dazu. Genau, wenn ihr jetzt von diesen Paniktests irgendwie euch überrumpelt fühlt. Also das müsst ihr überhaupt nicht, weil dadurch wird Panik eigentlich auch spielerisch, das wird zu einer richtig coolen strategischen Komponente jetzt. Vorher war es wirklich so einfach nur diese Panikbomben irgendwo reinzuklatschen, waren mehr oder weniger, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein No-Brainer. Jetzt ist das wirklich so, ich muss mir jedes Mal überlegen, wo stecke ich meine Ressourcen jetzt an welcher Stelle rein. Und vor allen Dingen auch für die Boltons auch super wichtig, der Panik-Token ist ja jetzt immens wichtig geworden, also richtig stark, dadurch, dass man jetzt auch den Schaden nochmal neu würfeln darf. Also Neutrals kriegen dadurch einen richtigen Buff und Lannister kriegen dadurch einfach strategisch viel mehr Optionen. So. Also ja, vor allem dein Schaden ist ja jetzt deutlich sicherer. Also richtig. Wenn du siehst, ich habe jetzt eine 1 gewürfelt, ja, dann würfelst du mit dem Panik-Token auch gerade mal deinen Schaden. Neu. Richtig, wenn ich jetzt siehst, oh, du hast eine 3 gewürfelt auf deiner D3, dann lässt du den mal und dann gehst du gerade mal gucken, ja, was du dein Panik-Token sind jetzt super cool geworden. Also, ja. Ja, wie gesagt, du musst halt als das, also bei Lannister sehe ich es halt eher neutral, also nicht als Buff oder, sondern das ist halt eine Änderung des Spielstils. Ich sag's ja, es ist einfach, wenn man mit Panik jetzt arbeitet. Also du hast halt Panik immer im Waff, im Arsenal gehabt, weil du halt, wie gesagt, du brauchst halt nur Cersei mitnehmen und hast es im Standard-Deck. Ja, und einen Haufen legst halt noch als Gelände dahin, fertig. Nimmst noch 2 Einheiten mit, die Wishes haben, cool. Ja, das war's. Also wie du ja schon sagtest, mehr brauche ich nicht, weil es ist in meinem Standard-Deck verankert. Ich brauche nur einen NCU, gut, den, wie ich ja schon gesagt habe, den halt eh jeder immer mitnimmt, was halt auch eher so, ne, nicht cool. Und jetzt muss ich halt aufpassen. Also jetzt, wenn das brauche ich, das brauche ich tatsächlich nicht mehr machen, sondern ich habe halt, das ist jetzt kein Schwert mehr, das ist mehr so, ja, wie, mit welcher Waffe vergleicht man das, die immer, das ist mehr wie so ein Strick, der sich immer weiter zuzieht. Ja, das ist jetzt mehr so die Klavierseite. Ganz kleine, viele Nadelstiche, die man jetzt macht, anstatt ja, einmal genau, in einem Schlag alles abzuhauen. Genau, anstatt einmal Kopf ab, ist jetzt so mehr so 100 kleine Lilliputaner. Ja, was ich jetzt aber auch noch ganz cool finde, also Panik-Tests sind jetzt auch für Fraktionen, die nicht primär um Panik spielen, wie jetzt zum Beispiel Lannisters oder Boltons, auch deutlich interessanter geworden. Jetzt zum Beispiel, es macht jetzt mal plötzlich Sinn, eine Einheit mitzunehmen, die Wishes hat, auch wenn du sonst irgendwie nichts mit Panik zu tun hast, weil einfach Wishes ist jetzt ganz nett. Einfach weil Wishes jetzt besser ist, dadurch, wenn du den Paniktest verpasst, machst nicht nur ein oder zwei Runden. Genau. Wo, also jetzt kannst du halt auch wirklich sozusagen Schaden machen, in Anführungszeichen, wo du früher halt wirklich mit Cersei, mit Hear Me Roar oder anderen Mitteln halt schauen musstest, dass du wirklich Schaden, also dass wirklich auch Schaden durchkommt und nicht nur so ein oder zwei Wunden. Ja. Und deswegen finde ich das jetzt auch für andere Fraktionen deutlich interessanter, mit Paniktests zu arbeiten. Und ich finde auch, die Krone wird jetzt deutlich interessanter, ja, dadurch, dass du halt vergleichsweise konstanten Schaden mit der machen kannst. Die Krone war ja, ich glaube, da sind wir auch uns relativ einig, also die war, falls man jetzt nicht Lannister spielt, so mit das schlechteste Ding. Also was als Lannister-Spieler wieder cool ist, weil die in der Regel frei war. Ja, das, genau, sage ich ja, wenn man Lannister ist, so, dann war das halt geil, so, aber für alle anderen Fraktionen war die Krone so, boah, -1 Panikcheck, wann zum Teufel brauche ich das? So, die hat man wirklich dann genommen, um Gegner, die vielleicht höchstens mal zu klauen, und du hast gesehen, ja, da ist jetzt eine Einheit Cutthroats, die neben einem Korpspeil steht, da hat man noch 2 Wunden, ja komm, ich probiere es einfach mal, vielleicht klappt es ja oder so. Aber jetzt hat man wirklich damit auch eine coole Option nochmal auf dem Taktikboard bekommen, um nochmal irgendwie konstanten Schaden nochmal irgendwie rauszuhauen. Also finde ich echt. Ja, für cool. Alle Fraktionen, nicht nur. Also vorher war es ja immer noch für Lannister wertvoll, klar. Richtig, ja. Oder vielleicht auch noch für Baratheons, die es jetzt nicht so lange gibt, die auch manchmal von den Krone profitiert. Aber in der Regel halt nicht. Und das ist halt jetzt genau anders. Das ist das Wesentliche dabei. Ja, beziehungsweise jetzt für Baratheons schafft man jetzt auch wirklich mal einen Anreiz, auf die Krone zu gehen, weil außer mit ihren Taktikkarten hatten sie ja keine Synergie mit der Krone. Das hatte vorher irgendwie mehr, also hat man die Baratheons sich angeguckt, dachte man so, warum würde ich mit denen jemals die Krone einnehmen? Ja, weil die eine Karte dafür brauchst. Genau. Ja, ja, das ist, ja, ist so. Aber jetzt ist halt so, ja gut, jetzt kann ich damit auch nochmal ein bisschen Schaden raushauen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Genau. Als nächstes würden wir zu den NCUs kommen, den Nicht-Kampfeinheiten oder zivilen Einheiten, wie es im Deutschen heißt. Die haben jetzt eine kleine Änderung gekriegt, dass sie, wenn sie aktivieren, auch einfach keine Aktion ausführen können. Das heißt, die müssen nicht aufs Taktikboard gestellt werden. Also, wie es vorher war, also vorher hast du sie aktiviert und wenn Platz frei war, mussten sie aufs Taktikboard gehen. Und jetzt kann man einfach sagen, ich aktiviere, aber ich tue einfach nichts mit denen. Ja. Einfach eine kleine Änderung. Genau, ich glaube, das ist, also aktuell ist das eigentlich nur relevant für Mance Raider, seine eine Karte.
Sonst wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, warum man nicht ein NCU aufs Taktikboard setzen sollte. Aber wir wissen ja noch nicht, was noch kommt. Ne? Genau. Greyjoys. Ja. Die brauchen noch. Als erstes kommen Targaryens. Ja, das ist auch wieder so eine Streamlining-Aktion. Das ist jetzt wie bei Kampfeinheiten, die können halt auch nichts tun. Also die können halt absichtlich ihre Aktionen nicht machen. Und das dürfen die NCUs jetzt auch. Fertig. Ja. Super. Mhm. Genau. Gleichberechtigung Investors. Dann als nächstes, das ist zwar vielleicht eine größere Änderung, je nachdem, wie es mit den Interaktionen ist, aber im Prinzip als erstes mal eine Aktion, um Sachen halt einheitlich zu machen, nämlich wenn man Effekte hat, die einen die Abilities, also Fähigkeiten, einfach negieren. Das wird ein bisschen geändert. Das heißt, wenn eine Fähigkeit sagt, die Einheit verliert alle Fähigkeiten, dann verliert die Einheit und das Attachment seine Fähigkeiten. Was? Ja, fast. Und zwar wurde gesagt, dass das Attachment seine Fähigkeit immer der Einheit abgibt, quasi. Genau. Also und dementsprechend verliert das Attachment ja auch automatisch das. Genau. Also die gesamte Einheit ist immer als 1 zu betrachten, inklusive der. Die geben ihre Fähigkeiten quasi dazu. Und wenn die Einheit ihre Fähigkeiten verliert, hat automatisch das Attachment auch keine mehr. Punkt. Genau. Ja. Was jetzt aber auch wiederum nicht mit reinspielt, NCUs, die Einheit influencen, oder Taktikkarten, die an der Einheit anliegen, die zählen dazu nicht dazu. Also wenn ein Effekt sagt, die Einheit verliert ihre Fähigkeiten, sind davon nicht betroffen NCUs, Taktikkarten oder Vows zum Beispiel, wenn wir zur Nachtwache gehen, die behalten immer ihren Effekt. Also zum Beispiel, wenn eine Taktikkarte eine Einheit Sundering gibt, bekommt ja einer trotzdem Sundering, auch wenn die Einheit sozusagen alle ihre Fähigkeiten verloren hat, was jetzt ein Unterschied ist zu früher. Ja. Ja, und auch alle Vows zählen weiterhin. Genau. Das hat halt einen Effekt bei ein, zwei Einheiten, Taktikkarten, Interaktionen und so weiter. Ja. Insgesamt wird dieses Fähigkeiten verlieren ein bisschen verbessert dadurch, aber auch ein bisschen abgeschwächt dadurch, dass man immer noch Möglichkeit hat, seine Einheit noch ein bisschen zu buffen mit Taktikkarten oder NCUs, was halt vorher vor allem in Richtung Taktikkarten halt nicht mehr geht. Ja, es ist eigentlich auch wieder so ein Streamlining eigentlich an der Stelle. Vorher hat man sich immer dann gefragt gehabt, ja, welche Fähigkeiten sind jetzt genau ausgeschaltet? Da musste man beispielsweise bei Tywin hat man nochmal explizit nochmal auf die Karte draufschreiben müssen, was jetzt ausgeschaltet wird. Jetzt ist es ganz einfach. Die Einheit verliert ihre Fähigkeiten, also das heißt die Einheit, alles was auf der Karte steht, plus das Attachment, fertig, bada bing, bada bum. Keine großen Diskussionen mehr. Genau. Was es halt noch gibt, es gibt manche Effekte, die zum Beispiel nur die NCUs als Ziel haben, wie zum Beispiel Ygritte als NCU, wo dann explizit NCUs halt auch noch mit ausschaltet. Das wird es zum Beispiel geben. Oder halt Paid Mutiny, wo halt nur das Attachment ausgeschaltet wird, aber die Einheit ihre Fähigkeiten behält. Ja. Da muss man immer noch darauf achten, aber wenn es heißt die Einheit, ist es die Einheit plus das Attachment, was die Fähigkeiten verliert. Ja. Jo. Also wie Ilja schon sagte, es ist mehr so eine Gradlinigkeit, da jetzt einfach mal ein System reinbringen. Es stärkt ein bisschen diese eben Nicht-Attachment-Fähigkeiten, also es stärkt so ein bisschen die Effekte von der Taktikkarten oder der NCU selber oder auch dieser bleibenden Karten wie Vows oder wie auch bei den Baratheons, diese Karten, die an der Einheit liegen bleiben, ja. Die werden so ein bisschen gepusht, aber jetzt nicht in dem Maße, wo man sagen müsste, ey, das ist jetzt voll krass oder so, wir gewinnen an Relevanz, was auch gut ist, auch gerade bei der Nachtwache, die Vows werden ein bisschen wichtiger oder auch dann noch wichtiger, als sie vorher sowieso schon waren. Und es ist halt einfach klarer und für alle dann auch ohne Diskussion einfach vernünftig spielbar. Das finde ich gut. Das Ding bei den Vows ist, die konnte man auch vorher nicht ausschalten. Also Vows sind sowieso immer so eine graue Zone irgendwie, weil scheinbar sind das auch nicht wirklich Karteneffekte per se, das sind einfach Vows. Also Vows sind wohl ein komplett eigenständiges Ding. Aber ja, du hast recht, diese Karten, genau bei den Baratheons, habe ich gar nicht drüber noch nachgedacht, die kriegen dadurch eigentlich auch noch ein bisschen mehr Gewichtung. Also Baratheons profitieren aktuell irgendwie ziemlich hart von den ganzen Sachen, merke ich. Ja, vielleicht sind die aber auch genauso designt worden mit den Änderungen im Hintergrund. Ja, ne? Ja, also es sind immer so Mini-Sachen, aber wenn wird es halt schon größer haufen. Wobei, nochmal kurz zurück zu den Vows, die unterscheiden sich halt erstmal nur den Namen. Die Karte, die
Art der Karten heißt bei der Nachtwache jetzt Vow. Bei den Baratheons heißt die gar nichts. Also die heißt jetzt nicht Vow, aber die hat ja im Prinzip den gleichen Nutzen. Du legst sie an und dann bleibt die liegen. Ja. Aber sie kann nicht also, ausgeschaltet werden durch solche Effekte halt. Das genau. ist der einzige Unterschied, ja. ja. Aber kann ich in Vow auch nicht. Also das ist ja genau das. Früher konnten halt Teile der Effekte halt ausgeschaltet werden. Bei Vows nicht, ja. weil bei es da genau, halt, genau passt hat, aber eventuell halt bei anderen Sachen, die halt angelegen haben. Genau. Genau, einfach ist jetzt einfacher zu spielen, weniger Diskussionen jetzt. Jo. Eigentlich ganz cool. Die nächste Änderung, die ist noch im Regelbuch, ist es wirklich eine ganz kleine. Das ist bei Winds of Winter, dem Spielmodus. Da braucht man jetzt 2 zusätzliche Siegspunkte, um halt zu gewinnen. Also wenn man ein normales Spiel gespielt hat, wo man normalerweise 10 Siegespunkte braucht, um zu gewinnen, braucht man jetzt bei Winds of Winter 2 mehr. Bei 40 Punkten. Bei 40 Punkten, genau. Ja. Nimmt jetzt halt ein bisschen diesen Zufallsfaktor raus, dass wenn man einfach gute Handkarten hat, dass man recht gut gewinnen kann, immer einfach die richtigen Karten halt spielt. Das ist ähnlich wie bei Dark Winds, Dark Worlds. Genau. Einfach damit man das Spiel ein bisschen länger geht, damit man ein bisschen mehr taktisches Taktieren hat. Ja, und für diejenigen von euch, die aufmerksam waren, auf der allerletzten Seite im Regelbuch, und das gibt es jetzt auch bei den Baratheons, sieht man jetzt auch das offizielle Greyjoy-Logo. Also, wir dürfen uns freuen. Ich auf jeden Fall, Alter. Das ist die wichtigste Änderung. Das war das Beste daran. Absolut. Deswegen hatte ich das ja eben gesagt. Also gerade was Spielmechaniken angeht. Wir waren ja eben gerade dabei, NCUs, die jetzt keine Taktikzone besetzen können müssen. Ja, ist jetzt erstmal so, wenn ich jetzt gar nicht gegen Manco Rider spiele mit seinem Wild in Diplomacy, bringt es mir gerade noch nichts. Dann könnte ja noch was kommen. Da kann ja bei Greyjoys tatsächlich mal was kommen, was mir einen Vorteil bringt, wenn mein Gegner eine Zone besetzt. Füttere nicht meine Fanfiction, Mann. Das. Aber es gibt auf jeden Fall auch genügend Designmöglichkeiten, wo halt für zukünftige Fraktionen noch ziemlich coole Sachen gemacht werden können. Ja, auf jeden Fall. Genau, das wäre jetzt fürs erste Mal das Regelbuch. Jetzt würden wir noch 2 mehr oder weniger kleine Sachen aus dem General FAQ, also Frequently Asked Questions, also häufig auftretende Fragen, noch behandeln. Jetzt neu dazugekommen sind. Teile haben wir aus dem FAQ haben wir schon abgearbeitet. Einfach sind jetzt auf dem Weg aufgetreten. Die beiden Sachen, also die erste Sache wäre jetzt, es gibt Attachments, wie zum Beispiel Rickon Stark oder Joffrey Baratheon, die in ihrer Regel drinstehen, also als ihren Effekt drinstehen haben, this model is always the last model removed from this unit. Das heißt, dieses Modell ist immer das Letzte, was halt aus der Einheit entfernt worden ist. Und da gab es jetzt 2 Interaktionen. Die erste war, wenn man einen Effekt hat, wie zum Beispiel der Kingsguard Jamie, der ja ein Attachment einfach töten kann auf eine 3+, oder das gleiche geht ja bei Ygritte auch, beziehungsweise bei Jaqen H'ghar, dem NCU auf die 6+, oder bei dem Stark Jaqen H'ghar. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie das passieren kann. Darf man hingehen und das Modell, also das Attachment, was diesen Effekt ist, ist always the last model removed from this unit, darf man trotzdem töten, auch wenn sozusagen mal im ersten Blick anders denken könnte. Dieser Text steht genauso in den Grundregeln halt auch drin, und ist mehr oder weniger nur eine Erinnerung und hat jetzt sozusagen keinen Effekt auf das Spiel. Es war halt schon, also wir hatten immer öfters mal darüber jetzt diskutiert gehabt, weil ich konnte die eine Seite nachvollziehen, die sagt, warum steht das explizit nochmal auf der Karte von Rickon und von Joffrey drauf und bei anderen Attachments jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil sie jetzt diese zusätzlichen Victory Points bringen. Nur dann hat man sich die Frage gestellt, wenn das in dem Grundbuch schon steht im Regelwerk, dann hätte man sich theoretisch auch diesen Satz einfach sparen können. Ja. Und das hätte auch gar nicht erst zu Diskussionen geführt. Jetzt hat man es natürlich schon an der Stelle mehr oder weniger, ich sag mal, vergeigt. Man hat jetzt diesen Hinweis dahin geschrieben, es hat zu Verwirrung gesorgt. Und jetzt wurde es halt mit dem FAQ endlich mal komplett so geregelt. So. Also es ist kein zusätzlicher Effekt. Was auch noch ist, das hat auch wiederum Auswirkungen auf, wenn man mehrere Attachments in der Einheit hat, zum Beispiel bei Rickon und Osha, die muss man ja mal immer zusammennehmen, kann man zum Beispiel Osha als das
Modell hinstellen, was ganz vorne links steht und rechts nebendran halt Rikon. Das heißt, theoretisch kann Rikon vor Osha getötet werden und dementsprechend ist zum Beispiel sein Effekt verloren, wenn die Einheit getötet wird. Und dementsprechend gibt Rikon keinen Siegespunkt mehr, keinen zusätzlichen. Das ist auch noch was, was man sozusagen im Hinterkopf behalten muss. Weil halt dieser Satz, this model is always the last model removed from this unit, nur eine Erinnerung ist und eigentlich keinen Effekt hat, zu verglichen jetzt zu anderen. Genau. Das ist jetzt keine verpflichtende irgendwie Fähigkeit, die dir wirklich sagt, so, das ist wirklich das allerletzte Modell, sondern wirklich einfach nur ein Hinweis nochmal auf das Grundregelwerk, also nicht da einfach durcheinander kommen. Ja, ja, wichtig ist, im Grundregelwerk steht es halt, es gilt für alle Attachments, auch bei denen, wo es halt nicht explizit auf der Karte steht. Und die Beispiele sind jetzt ja, wenn man zwei Attachments hat, was ja durchaus mal vorkommen kann, wie gesagt, Rikon und Osha zum Beispiel, dann kann der Spieler, der Besitzer der beiden, sich quasi überlegen, wo stellt er wen hin. Also Osha zum Beispiel als letztes hinzustellen, kann halt die Chance bieten, dass Rikon vorher stirbt, Osha bleibt alleine über. Und dann stirbt erst die Einheit, sodass Rikons Effekt halt nicht mehr auftritt. Weil ganz klar gesagt wurde, auch das steht noch drin, dass wenn ein Attachment stirbt, automatisch sofort sein Effekt auch der Einheit wieder weggenommen wird. Ja. Genau. Ja, das war es jetzt zu den Attachments. Jetzt kommen wir auch noch eine Sache zu den Attachments, was vor allem die Nachtwachenspieler betreffen wird. Und zwar in dem Spielmodus Clash of Kings. Kann man ja Einheiten wieder aufstellen. Und das hat eine spezielle Interaktion mit Take the Black und Checken Hagar, also dem neutralen Attachment. Weil beide können gegnerische Attachments Checken, sogar beliebige. Stimmt, genau. Beliebige bei Checken in die eigene Einheit wiederum stellen. Das heißt, man ersetzt, man holt sich sozusagen ein Attachment in die Einheit, welches vorher nicht drin war. Und jetzt ist die Frage, wenn die Einheit mit dem neuen Attachment stirbt, wie wird sie wieder aufgestellt? Und das wird jetzt so geregelt, dass die Einheit aufgestellt wird mit dem Attachment, was halt drin war, als die Einheit zerstört worden ist. Also auch mit dem, dem Attachment, das man über Take the Black beziehungsweise über Checken Hagar sich in die Einheit geholt hat. Ja. Ja, im Grunde führt das halt einfach zur Situation, wo ihr wahrscheinlich, also ich sag mal, es sind trotzdem Nischensituationen. So oft wird es jetzt nicht passieren, aber wenn es mal der Fall sein sollte, müsstet ihr theoretisch so eine Kopie von diesem Attachment parat haben, das ihr praktisch übernommen habt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, nicht jeder kann sich jetzt einfach mal 10.000 Modelle mit sich rumschleppen, so von jedem Attachment, das irgendwie da draußen rumkreucht und fleucht. Du meinst, du möchtest das nicht. Richtig. Also ich habe erstens nicht das Geld und auch nicht, also ich kann das nicht alles tragen. So. Und wenn wir ganz ehrlich sind, benutzt einfach euren gesunden Menschenverstand an der Stelle, nehmt euch irgendwie ein Proxy-Model da, setzt es da rein, keine Ahnung, macht einen Zettel dahin oder sowas. Also da kann man einfach einen Workaround finden. Ist trotzdem einfach nur sehr interessant, dass halt wirklich dann so Sachen wie Jaqen H'ghar und Take the Black nicht einfach wirklich etwas klauen für den Rest des Spiels, sondern dass es immer noch zurückkommt. Was auch noch in Zukunft, glaube ich, für ziemlich kuriose Interaktionen sorgen kann. Also Take the Black ist so eine Karte, also ich glaube, da bin ich noch tierisch gespannt, was noch so kommt. Man muss auch noch dazu sagen, dass die Einheit, wenn die gegnerische Einheit zerstört ist, die ja das Attachment geklaut worden gekriegt hat, die wird auch wieder mit dem Attachment aufgestellt. Das heißt, theoretisch Nachtwachenspieler können da zum Beispiel das geklaute Attachment haben und der Gegenspieler, der das Attachment eigentlich in der Einheit hatte, kann das Attachment auch wieder mit der Einheit aufstellen. Das heißt, man hat das Attachment zweimal. Ja. Also bei dem einen Spieler und bei dem anderen. Ich erhöhe auf drei. Du triggerst gleichzeitig, also der Nachtwachenspieler killt eine Einheit, spielt Take the Black, holt sich den Mountain, stellt den in seine Swan Brothers. Super cool. Dann ist der Mountain erstmal weg. So, dann spielt der Lannister-Spieler, der gerade seinen Mountain verloren hat, Jaqen H'ghar, und holt sich den Mountain wieder. Ersetzt Jaqen H'ghar mit dem Mountain, weil er ist ja, die Bedingung ist ja nur, previously destroyed attachment, der Mountain ist previously destroyed. Also kann er sich den Mountain holen. Hat wieder den Mountain in seiner Einheit, wo vorher Jaqen drin war. So, da sind zwei Mountains im Spiel. Dann stellt der Spieler die Einheit, wo der Mountain ursprünglich drin war, einfach im Clash of Kings wieder auf. Jetzt sind drei Mountains im Spiel. Dann stellt der Spieler, der gerade Jaqen verloren hat, Jaqen wieder auf, dann sind gleich vier Mountains im Spiel.
Davon gehört dann einer der Nachtwache und der Lannister-Spieler hat gerade 3 Mountains im Spiel. Ja. Kann passieren. Ich finde das großartig. Das ist schon echt heftig, ja. 4-mal Gregor auf dem Schlachtfeld, oh Gott. Ja, das beliebiges Attachment hier einsetzen. Also es geht halt mit, ne? Wenn man das nicht möchte, spielt halt kein Attachment in Clash of Kings. Aber das würde funktionieren. Das macht viele, viele Möglichkeiten, macht dieses Szenario möglich. Ja, also, sagen wir es mal so, es ist ein Randfälle, aber die sind jetzt auch eindeutig abgeklärt. Genau, ja. Ja. Also wenn ihr Spaß haben wollt, spielt Jaqen N'Ghal als Attachment in Clash of Kings. Und dann irgendwas Lustiges dazu, was richtig gut ist. Das könnt ihr dann klonen. Gut. Dann, genau. Dann sind wir jetzt ja auch mit dem General FAQ durch. Dann würden wir jetzt zu den einzelnen Fraktionen übergehen. So, das war jetzt der Podcast über die Änderungen am Regelbuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in den nächsten Episoden über die Änderungen an 1.5. Tschüss!